Mein Blut verdammt viel von meinem Blut. Oh Gott! Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich hab einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen zahlen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein, du bist ja verrückt. Ja, lass mich ausreden. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind. Und einen, der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein, nein, nein. Drei braucht man. Ja, und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo, Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, er arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler. Mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen? Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Und wir hauen den Typ übers Ohr. Verlass dich drauf. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schiefgehen? Hallo.
So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Oh, er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Na, jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt. Meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Boah. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch, suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Den brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein. Flynn, das sind nur Museumswerte. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Keinen einzigen. Wir sind da. Hier lang. Was machen wir, wenn Sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach, so nennst du das? Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Was für ein Angeber. Da. Was habe ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht. Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay, und den hier nehme ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenne den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an. Chloe. Wir sehen uns später. Kann's kaum erwarten. Mist. Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Oh, na klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh, gute Idee. Gut,
Okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht dran. Kriegst du das hin? Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Da ist es. Und da ist die Alarmanlage. Und die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Voila. Okay. Haben wir auch das Richtige? Das finden wir am besten gleich raus. Sorry, Marco. Des Jahres. Das ist es? Das ist vollkommen wertlos. Das Licht des großen Khan. Warte mal. Was machst du da? Das ist Harz, es brennt. Und? Gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Lass sehen. Unsere Schiffe trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das könnte sein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Bala. Der Fluch von Chintamani. Und das sagt dir was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo von Shambhala. Shangri-La. Du machst Witze. Wenn sie den Chintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Was soll das? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Und, willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Mist! Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Flynn, hör mal. Jetzt sieh's endlich ein. Das war's für dich. Ah, noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja? Du hast eine Kleinigkeit übersehen, was, Partner? Was? Sieh's ein, du wurdest verarscht. Ach, wirklich? Hä? Hey, hey, hey! Hau ab, du verdirbst uns die Show. Ach, wie schade. Sully! Dich kann man keine Minute allein lassen. Bin ich froh, dich zu sehen. Wie läuft's, Kleiner? Gar nicht mal so gut. Naja, ich musste ein paar Leute schmieren. Hab dein ganzes Geld verbraucht. Und eine Menge von meinem. Junge, du stinkst. Ja, fast so schlimm wie deine Zigarre. Ja. Wie hast du mich gefunden? Ja, mich hat jemand um Hilfe gebeten. Hallo, Nate. Oh nein, nein! Warte mal. Sully, wirf sie raus und schließ ab. Hier sind wir sicher vor ihr. Jetzt warte doch mal ab. Hör sie an. Danke, Victor. Nix für ungut, Sully. Deine Menschenkenntnis lässt zu wünschen übrig, besonders wenn es um Frauen geht. Hast ja recht, aber egal. Oh Gott. Oh nein, ist gar nicht übel. Hier, ich hab meinen eigenen Eimer. Mm.
In der letzten Zelle gab's einen für 8. Hör zu, und Nate... Weißt du was, es ist echt nett, dass du vorbeischaust. Aber wenn du und Flynn mich nicht reingelegt hättet, hätte ich die letzten 3 Monate nicht in diesem Drecksloch hocken müssen. Also entschuldige bitte, wenn ich dir nicht gleich um den Hals falle. Ich hatte nichts damit zu tun. Klar. Ich sag doch, er hört mir nicht zu. Pass auf, Nate. Sie haben die Schiffe gefunden. Auf Borneo? Ja. Und der Chintamani-Stein? Woher weißt du davon? Glaubst du echt, Flynn hätte das allein rausbekommen? Gutes Argument. Nein, den haben sie noch nicht. Wer sind denn Sie? Flynn und sein Klient, Lazarevich. Na, du weißt schon, der Spinner. Die beiden stecken unter einer Decke. Also gut. Wenn sie den Stein noch nicht haben, bleibt uns doch Zeit. Du bringst uns in die Ausgrabungsstätte. Wir schnappen ihnen den Schatz vor der Nase weg. Sie werden es nicht mal mitkriegen. Ja, Rache ist süß, Leute. Hier, er wurde der Wunschedelstein genannt. Er ist eine Reliquie. So wie Buddhas heiliger Gral? Genau. Danke. Sully, hör dir das an. Im Königreich Shambhala ruht das Kostbarste, was diese Welt zu bieten hat. Ein perfekter Saphir von tiefstem Blau. Größer, als dass ihn ein Mann umfassen könnte. Der muss Millionen wert sein. 100 Millionen. Und da gibt's noch mehr? Und ob für die Tagebücher von Marco Polo, musste Lazarevich ganz schön was hinblättern. Er sucht den Chintamani-Stein seit Jahren. Wenn er auf Flynn setzt, ist es kein Wunder, dass er ihn noch nicht gefunden hat. Mit Lazarevichs Papieren kann ich den Stein finden. Jetzt mach mal halblang, Korbe. Das ist nicht so einfach. Die Papiere sind in seinem Zelt. Und das Zelt steht mitten im Lager. Das ist wie das verdammte Pentagon. Da sind Soldaten. Überall. Tja, deshalb muss das auch jemand machen, den Sie kennen. Und jemand, dem Sie vertrauen. Oh. Okay, langsam fällt der Groschen. Du musst sie nur ablenken. Verschaff mir 5 Minuten im Zelt. Mehr brauche ich nicht. Echt? Nur 5 Minuten? Ist ja toll. Dann muss ich mich ja nicht mal ausziehen. Ich dachte da mehr an eine Explosion, Chloe. Auch gut. Das lässt sich arrangieren. Machst du mit? Teufel, ja. Was für eine Frage. Chloe, hörst du uns? Laut und deutlich. Wir sind gleich da. Okay, alles klar. Warte, warte, nur eine Sekunde. Drei Monate ohne Fund. Ja, ja, Moment mal, aber wir haben doch... Commander! Das muss Lazarevich sein. Dieser Mann hat Artefakte an Standort 5 gestohlen. Dafür hast du mich betrogen. Nein, nein, Zoran, ich kann's erklären. Nein, das ist nicht nötig. Ich bin umgeben von Betrügern und Idioten. Sollen wir ihm den Tag mal richtig versauen? Okay. Wird bald! Sucht alles ab! Na los! Okay, auf geht's! Jetzt bist du dran. Ich deck dich von hier. Also dieser Lazarevich fackelt nicht lang, Sully. Das müsstest du echt sehen. Er hat Aufzeichnungen zu jeder Expedition nach Shambhala. Bis ins 17. Jahrhundert. Und Marco Polos Tagebücher. Die sind hier. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja, ja, ja. Ein würdiger Pilger bekommt den goldenen Schlüssel, um damit den Weg nach Shambhala zu meistern. Hm. Und was soll das heißen? Keine Ahnung. Wart mal, hier ist was. Mit schwerem Herzen überließ ich meine Mitstreiter ihrem Schicksal, das uns die grausame Fracht auferlegte. Die Fracht aus Shambhala. Sie hielten den Tsunami wohl für eine gerechte Strafe Gottes. Wart mal kurz. Mist. Sully, der Chintamani-Stein ist nicht hier. Was? Hör dir das an.
Eher hätte ich Kublai Khans Zorn ertragen, als den Chintamani-Stein aus dem Heiligen Schrein zu entfernen. Marco Polo hatte den Stein gar nicht. Und was war dann die grausame Frage? Ich weiß nicht. Wenn der Stein nicht hier ist, wonach sucht Lazarevic dann? Shambhala. Hier in Borneo. Da ist er aber weit ab vom Schuss, oder? Er versucht bestimmt, Marco Polos Route zurückzuverfolgen. Und zwar nach Shambhala. Warum? Weil der Stein noch da ist. Chloe, kannst du reden? Moment. Ja, ich bin da. Haben Sie bei all den Ausgrabungen Leichen oder irgendwelche Überreste gefunden? Also, wenn du mich so fragst, nein. Warum? Über 600 Leute erlitten Schiffbruch und nicht eine Leiche? Da stimmt doch was nicht. Wo sind sie alle hin? Wohin flieht man bei einem Tsunami? Auf einen Berg. Bingo. Vielleicht finden wir Marco Polos Leute auf diesem Berg. Chloe, kannst du zu uns kommen? Bin schon auf dem Weg. Gut. Oh, Nate, du musst da raus. Noch eine Minute, Sully. Du hast aber keine. Sie sind tot. Oh, Mist. Sucht alles ab. Bleib unten, ich geb dir... Seht doch nur. Was haben wir denn hier? Vorsicht. Allmächtiger. War nur Spaß. Nate, deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Oh. Mann, was ist das denn für ein Ding? Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Hä? Du weißt schon, spirituelle. Aha. Moment mal. Ist das das, was Marco Polo erwähnt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her. Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal. Ja, allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine, den geheimen Weg nach Shambhala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Okay, gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay, bis dann. Hilf mir mal, Nate. Oh, verdammt nochmal. Komm. Harry! Hier drin! Los, es ist Drake! Was zur Hölle? Los, Hände hoch! Hast ja echt Glück, Mann. Sei still, Sully. War ja klar, dass du kommst. Und du? Victor, verdammt, Sullivan! Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. Besser als 3 Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Ach, du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu finden. Und eine Karte. Sie kamen von da unten. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm, sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevic. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los!
Dann los, Bewegung! Mist! Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt ein bisschen Zeit. Na, Chloe, du musst mit uns kommen. Wir sehen uns in Nepal. Los, lauft! Auf geht's. Ich mag sie. Ja, genau dein Typ. Oh. Carla. Oh, Mist. Was machen wir jetzt? Wir springen. Oh, Moment mal, Sundance. Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Ja, wenn sie uns kriegen, bricht ihn Lazarevich für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach, was? Fang ich schon wieder damit an? Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du triffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, Mist. Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Mist! Na, du hattest recht, Lazarevich ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Bürgern. Er musste nur ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Wie nett. Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Kämpfen zu finden. Nate? Hallo? Ja, bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wer ich? Niemals. Gut, denn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist es etwas ruhiger. Okay, alles klar. Ich habe Besuch. Na toll. Kannst du sie abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Nate, alles in Ordnung? Ging schon besser. Mist! Warum muss ich dir eigentlich ständig deinen Arsch retten? Naja, weil er es einfach wert ist. Oh, hast du da etwa einen antiken tibetischen Ritualdolch in der Tasche? Vielleicht freue ich mich ja nur, dich zu sehen. Ja, hallo? Und das ist also der Schlüssel? Ja, genau. Marco Polos Ticket nach Shambhala. Was machen wir damit? Ah, ich habe keinen blassen Schimmer, leider. Aber ohne das Ding kommt Lazarevich nicht weit. An deiner Stelle würde ich ihn lieber nicht unterschätzen. Er und Flynn haben diese Stadt überrollt und bestimmt schon Dutzende Tempel platt gemacht. Also, was machen wir jetzt? Nate! Ich hasse es, wenn du das machst. Sieh doch mal. Das Symbol hier. Ja? Sieh darauf. Okay, sieht ziemlich ähnlich aus. Und was bedeutet das? Dass wir wissen, woher Marco Polo den nächsten Hinweis hatte. Der Tempel, den wir suchen, müsste genau dieses Zeichen tragen. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ist dir eigentlich klar, dass es hier in dieser Stadt hunderte von diesen Tempeln gibt? Ja, aber wenn wir das Gebiet von oben betrachten... Könnten wir die Nadel im Heuhaufen finden? Genau. Ganz in der Nähe ist ein Hotel. Chloe, alles zu seiner Zeit. Es ist einfach nur das mit Abstand höchste Gebäude der Stadt. Ja. Gut, ja, okay. Ist eine gute Idee. Na dann komm. Yep. Das gefällt mir gar nicht. Ach nein? Nein, wir sollten uns vielleicht einen anderen Weg zum Hotel suchen. Und um diese Typen einen Bogen machen. Hey, weißt du überhaupt, wie man mit sowas umgeht? Na sicher doch. Ich schleiche mich um sie herum und sprenge ihre Party. Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja, da kommst du ins Spiel. Um den musst du dich kümmern. Aber mach es leise.
Ach so, leise. Und du bist sicher, das klappt? Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Was heißt denn das schon wieder? Oh. Das war aber gar nicht nett. Es hat einen Generator erwischt. Hilf mir mal. Noch ein bisschen. Nate, los! Das bringt nichts. Ich brauche Strom, um dich da rauszuholen. Hältst du noch durch? Klar, ich werde mir so lange die Füße vertreten. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, Bingo. Da ist er. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? Ach, war ja klar. Nate, da hält sich Lazarevich auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Reich wurde in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19? Stadt durchkämmen, finden und aushalten. Oh, dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Oh, hey, nicht schießen! Hey! Nate? Was zum Teufel machst du denn? Elena! Jack, nicht! Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Sorry. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Willst du die Tempel plündern, das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher nur die Welt retten, stimmt's? Ja. Wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur. Zoran Lazarevich, schon von ihm gehört? Macht das nicht die NATO? Die glauben, er ist tot. Durch einen Bombenangriff. Und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen? Weißt du was? Der Kerl ist ein Monster, Nate. Ich meine, Folter, Verstümmelungen, Massenhinrichtungen und so weiter. Aber jetzt plant er etwas Neues. Aber warum hier? Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh. Nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt. Oh, oh, wow. Ist schon gut, Chloe. Das sind Journalisten. Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazarevich uns einholt. Also... Oh Mann, Nate! Hey, Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. sorry, kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Oh, Elena Fischer. Vorjahresmodell. Witzig. Nein, nein. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir nur nicht zugetraut, dass du aus solche Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel tougher, als sie aussieht, ehrlich. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Oh, bitte. Tust du doch. Gib's doch nicht zu. Eifersüchtig. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst. Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Die halten uns nur auf. Und wenn sie uns erwischen... Chloe. Nate, wenn Lazarevich dich und mich zusammen... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen, verdammt! Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, versteh schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke. Denk lieber noch mal drüber nach. Mist. Lauft! Na, was sagst du jetzt? Du hast uns direkt hergeführt. Ich vermute mal, wir sind hier nicht rein zufällig gelandet. Oh, nein, nicht direkt. Oh, na, vielen Dank. Okay, hinter was bist du denn eigentlich her?
Siehst du das Symbol da? Das ist der Chintamani-Stein. Nate? Ein riesiger Rosaphir. Ist Millionen wert. Sehe ich das richtig? Du wetteiferst also mit einem Kriegsverbrecher um einen mythischen Edelstein? Na, wenn du das so sagst, klingt es allerdings ziemlich bescheuert. Ach, wer hat dich denn gefragt, Jeff? Und der soll in diesem Tempel sein. Naja, der Stein selbst ist hey, nicht hier. Hey, setz mal Nein? hier. Er ist in Shambhala. Shambhala? Nate? Ja, weißt du, Shangri-La. Kommst du mal bitte her, Schätzchen. Vielleicht wäre es besser, wir würden diese Unterhaltung drinnen fortsetzen. Gute Idee. Kommt. Okay, gut. Hier sind wir erstmal sicher. Das ergibt keinen Sinn, Nate. Lazarevich kann wohl kaum auf Geld aus sein. Er braucht keins. Du übersiehst was. Komm schon. Wir sind nicht zum Spaß hier. Ihr zwei bleibt hier. Gut. Bitte bleibt, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder da. Wer's glaubt. Unglaublich. Chloe, ich weiß, wo das ist. Ja, genau hier. Siehst du die Form dieses Gipfels? Aha. Er ist hier. Das heißt... Warte, komm mal her. Das heißt... Der Eingang nach Shambhala ist genau hier. Also, das ist es. Das ist es, ja. Das ist es. Oh, Mist. Tolles Timing. Es gibt nur einen Weg hier raus. Und los. Wir müssen schnell weiter. Er kann nicht. Ich bin okay. Lass sehen. Oh. Okay, das wird schon wieder. Okay, kannst du stehen? Ich glaube schon. Okay, komm, ich helfe dir. Nein! Nein, 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 lass sie. Die Kamera ist hin. Und auch. Nate. Er schafft das schon. Stimmt's, Mann? Okay, komm, mach die Tür auf. Er schafft das niemals. Er muss hier bleiben. Was? Nein! Mach endlich die Tür auf, Chloe. Du bringst uns doch alle um. Oh. Keine Sorge, wir schaffen es. Er nicht! Nein, auf keinen Fall. Wir haben keine Wahl. Gar nicht. Komm, Nate. Jeff. Okay, du hast es versucht, aber er kann nicht mehr weiter. Wir können ihn hier nicht sterben lassen. Er ist schon so gut wie tot und wir auch, wenn wir jetzt nicht gehen. Dann geht. Ja, niemand hält dich auf. Chloe. Ich hab nur versucht, dich zu retten, du Idiot. Chloe? Was soll das? Sorry. Waffen runter. Auf der Stelle. Bringt sie raus. Sie ist verletzt. Bringt sie zum Zug. Unglaublich. Du kannst es einfach nicht lassen. Dann sind wir jetzt wohl quitt. Nicht ganz. So. Das ist also dieser Drake. Habt ihr ihn hierher getragen aus dem Tempel? Schade. Nein! Jetzt sagt ihr mir, was habt ihr gefunden im Tempel? Die Antwort, nach der du suchst. Okay, ich weiß, wo der Stein ist. Aber du findest ihn nicht ohne mich. Also,
Lass sie gehen, dann führe ich dich zu ihm. Ah, mein Schatten. Du bist die Reporterin, die mich verfolgt. Du solltest beten, dass er nicht blafft. Durchsuch ihn. Na komm. Das ist Superman. Hier. Du hast wohl keine Verhandlungsgrundlage, Drake. Zurück zum Sammelplatz. Wir brechen gleich auf. Du kommst mit mir. Du kümmere dich um sie. Kein Problem. Und du arbeitest für das Monster. Ist besser als gegen ihn. Das war's dann wohl, hä? Du knallst uns jetzt einfach so ab, oder was? Sieht ganz so aus, oder? Steh auf. Ich sag, steh auf! Schnappt sie! Hier rein! Runter! Alles klar? Ja, mir geht's prächtig. Und bei dir? Nur ein paar Schrammen. Okay. Oh, Mist. Ich glaube, sie sind weg. Ich hätte dich da nicht mit reinziehen dürfen. Hast du nicht. Das war ich ganz allein. Nein. Ich meine, naja, das alles hier. Wir wussten, was auf uns zukommt. Okay, also, was machen wir jetzt? Ich gehe ihr nach. Das war ja klar, typisch. Ihr nachgehen. Flynn hat was von einem Zug gesagt. Das heißt, sie haben sie zum Bahnhof gebracht. Hier. Müsste da drüben sein, hinter dem Wasserturm dort. Nate, sie hat auf uns gezielt. Ich weiß. Und sie hätte fast auch abgedrückt. Die anderen waren bloß schneller. Es ist kompliziert. Ja, bestimmt. Flynn wusste, dass sie bei mir war. Weißt du, was passiert, wenn Lazarevich merkt, dass sie ihn getäuscht hat? Ja, das weiß ich nur zu gut. Dann weißt du auch, dass ich keine andere Wahl habe. Die Ganoven-Ehre, was? Ja, so in der Art. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ah, wie schön, dass sich manche Dinge nie ändern. Okay, gehen wir. Was? Oh, nein, 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 nein. Du kommst nicht mit. Nate, hör auf. Okay? Wir müssen einen Zug kriegen. Oh. Gibt's auch einen Plan B? Ich arbeite dran. Da ist sie. Flynn hat sie. Hast du Zweifel? Nein. Okay. Ich glaube, die wollen aufbrechen. Wir müssen uns beeilen. Ich gehe da jetzt runter, allein. Nate. Warte, warte, hör mir zu. Du hörst nie zu. Du gehst jetzt da rüber und holst uns einen von diesen hübschen... Geländewagen. Du machst den Fahrer. Ich gehe da rein, schnapp mir Chloe und du kommst dann kurz danach... Mit dem Fluchtwagen. Ja, ist klar. Dir auch? Glaub schon. Los. Na los! Spring rein! Los, los! Und? Hast du einen Plan C? Ja, gib Gas. Was? Ich springe auf den Zug. Bist du total verrückt? Fahr einfach nah genug ran. Das beantwortet meine Frage. Drück schon drauf! Und wie bitte willst du sie von dem Zug runterbekommen? So weit habe ich doch nicht geplant. Natürlich. Okay. Okay, auf geht's. Halt dich fest. Noch ein Stück. Warte. Jetzt!
weiter mit Mistkerl. Genau zur rechten Zeit. Bei dir alles klar? Raus aus dem Zug, Nate. Was soll denn das heißen? Weißt du, was ich mitgemacht habe? Ich habe dich nie gebeten, hier den Helden zu spielen. Chloe, komm jetzt. Wir haben keine Zeit. Genau. Also raus aus dem Zug. So schnell du kannst. Und dich lasse ich hier. Du hast dich doch schon entschieden. Was hast du denn erwartet? Ich habe erwartet, dass du mich deckst, Nate. Und das habe ich auch. Wie denn bloß mit den zwei anderen am Hals? Dann viel Glück mit Flynn. Ihr passt zueinander. Ich fasse es echt. Du weißt einfach nie, wann Schluss ist. Was? Kein cooler Spruch? Keine schlaue Antwort? Nicht. Nein! Das tust du nicht! Halt! Lass ihn laufen! Erlöst ihn von seinem Elend! Emma, kalau saja tak sanjut je, chef akan lagi kau kongsi topor. Wo bin ich hier? Kali je, kira jurung bu lega di cai amare. Okay. Kira masih basa de cembore. Wie lange war ich weg? Ja, Tom, Tom. Danke. Nein, das reicht. Tut mir leid, ich verstehe nicht. Was? Ja, lang. Danke. Ja, kira debo inbe. Ja, sure.
Shepherd Karan Gudesha. Show. Ko Karanim the Kajashi Gudesha. Verdammt, wo bin ich? Show. Nyanyam the show. Und ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Nate! Oh Gott sei Dank, du lebst! Tut mir leid, ich... Schon okay. Elena, hast du eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wie lange bin ich schon hier? Nur ein paar Tage. Ich bin der Spur zum Wrack gefolgt. Was ist denn eigentlich passiert? Du hattest recht mit Chloe. Anscheinend wollte sie gar nicht gerettet werden. Hat sie das getan? Nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schiffer Gudesha. Ja, Nia Gotsison. Komm, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Ah, unser mysteriöser Gast ist wach. Nate, das ist Karl Schäfer. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Gut. Bitte, hier. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Ach, tatsächlich? Ja. Vor etwa 70 Jahren kam ich hierher, genau wie Sie, ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Was Sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo. Wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die... haben Sie also besiegt? Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nate. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiele nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann, wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ist. Ach ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamerlan und Chinggis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er her sein, Nate. Dann ist Lazarevich wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena, komm. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Tenzin, Ting Sanen, Pala Tingongri. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt sie hin. Sho. Nyanyam de Sho. Karachason. Na, das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was ich sage? Sieht einladend aus. Was steht da? Du tatsächlich denkst. Jetzt, wo du sagst. Du. Tesson. Pantomime liegt mir nicht. Guck mal. Schon mehr, warte.
Tenzin! Wozu brauchst du das? Hoffentlich gibt's noch einen Weg raus. Jake, der ist schon. Das muss sie sein. Schäfers Expedition. Ja. Der Chintamani-Stein. Das Harz. Nanu. Sieh mal einer an. Die wurden alle erschossen. Der Tata. Die Karriere. Das ist die Irmensäule, der Lebensbaum. Das Ahnenerbe. Das waren alles SS-Leute. Na Gott sei Dank. Nazis. Nazi? Na, kommt doch gar nicht mehr. Was wird dann aus dem Mann? Tenzin. Schäfer war das. Ah. Schäfer war das. Mare, Mare. Ja. Nur so konnte er sie stoppen. Schau. Verdammt. Wir müssen von ihr verschwinden. Sofort. Alles klar? Oh. Tenzin! Wer ist das? Bema! Gott sei Dank! Oh, Nate! Was ist los? Es ist Lazarevich. Er hat uns gefunden. Bema, komm! Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schäfer hat sie. Kare. Mon Schäfer, Yamduduk. Schäfer? Sie haben den anderen Weg genommen. Okay. Nate, das ist unsere Schuld. Wir waren das. Okay, bleib du hier. Kümmere dich um sie. Na los. Zhang Shen, alle Kirche. Was? Alle Kirche, Zhang Shen, alle Kirche. Schäfer, wie geht's? Oh, Scheiße. Oh, Mist. Spring! Spring! Tenzin! Bema! Kuncho Ken! Schäfer! Wo ist Schäfer? Wie kann Schäfer so? Oh, was? Nate! Sie haben Schäfer! Oh Mann! Natürlich, weil er den Dolch hatte. Ja, ich weiß. Hey! Keine Diskussion. Wir müssen los. Okay, gut. Dann rutsch rüber. Einholen, bevor Lazarevich ihn in die Finger kriegt. Okay, ich habe eine Idee. Was machst du denn? Ich mach die Straße frei. Hier, lenk du mal. Was? Na, mach schon. Warum hast du mich denn nicht gleich ans Steuer gelassen? So weit habe ich nicht gedacht. Ja. Okay. Nicht so wackeln. Okay. Genau so. Okay, los geht's.
noch ein bisschen. Genau so. Pass auf! Nate! Alles klar da hinten? Ja, das Fahrzeug da. Halt drauf! Festhalten! Ihr blöden Penner! Jetzt seid ihr dran! Oh, Mist! Das haben die nie überlebt. Los jetzt! Warte. Fast wie früher, hä? Kannst du laut sagen. Und was jetzt? Wir gehen zu dem alten Kloster. Was sonst? Da ist Schäfer. Verdammt! Was ist los? Lazarevich hat ihn. Oh nein. Willst du das schaffen? Aber sowas von. Ist ja gut. Wir sind hier. Sie hatten recht. Recht womit? Alles, was Sie anfangen, geht wirklich schief. Okay, los. Wir bringen Sie heraus. Nein. Was machen wir? Haben Sie sie gefunden? Die Expedition? Ja, das habe ich. Verstehen Sie, was ich tun musste? Ja. Hätten Sie den Stein gefunden, wäre die Welt heute eine andere. Ruhig, ruhig. Er hat den Dolch. Ich weiß. Er ist zum Turm gegangen. Halten Sie ihn auf. Ganz ruhig. Nicht bewegen. Dieses Kloster birgt den geheimen Weg nach Shambhala. Holen Sie den Dolch zurück. Finden Sie den Weg. Und vernichten Sie den Stein, bevor er ihn findet. Drake. Sie müssen glauben. Schäfer. Oh, Hit. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Wir haben keine Wahl. Du hast es gehört. Glaubst du, dass das alles wirklich wahr ist? Ich weiß nicht. Aber er glaubte dran. Das reicht mir. Okay. Wir sollten uns trennen. Was? Hör zu. Ich kundschafte den geheimen Eingang aus und du gehst zum Turm und überlegst dir, wie du an den Dolch kommst. Ja, okay. Aber sei bloß vorsichtig und bleib in Funkkontakt. Ja, okay. Viel Glück. Ich hab deine Entschuldigungen satt. Hör zu, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Du hattest wirklich genug Zeit. Ich habe euch den Dolch besorgt. Also, wo ist das Tor nach Shambhala? Warte, Zoran, wir wissen... Ich lass mir durch deine Unfähigkeit nicht die Tour vermasseln, ist das klar? Die Antwort ist irgendwo in diesem Raum. Wir müssen sie bloß finden. Und Drake ist hier immer auf den Fersen. Sieht aus, als hätte ich auf den falschen Mann gesetzt. So ein Arschloch.
Ich versuche mal, ihn zu beruhigen. Bleib du hier. Vielleicht findest du was raus. Das gehört mir. Nate? Verschwinde hier. Gib mir den Dolch. Sie werden gleich wiederkommen. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Und was soll ich sagen, wo der Dolch ist? Dir fällt schon was ein. Das tut's doch immer. Tu mir einen Gefallen. Mach dieses Arschloch fertig. Mist. Was machen wir jetzt? Bleib hinter mir. Fallen lassen. Na los! Zurück! Mist. Ich hätte dich töten sollen, als ich es konnte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Zurück! Oh, drück doch ab, Kleine. Das überlebst du nicht. So, und du öffnest jetzt den Eingang zu Shambhala. Fahr zur Hölle. Kennst du dich mit Geschichte aus, Drake? Na, ist zufällig eins meiner Hobbys. Genghis Khan, Saddam, Stalin, Pol Pot. Das waren alles große Männer. Aber wie kamen sie an die Macht? Du wirst es uns sicher gleich sagen. Weil sie den Willen hatten, das zu tun, was notwendig war. Mitleid ist der Feind. Gnade besiegt uns. Und wenn ihr keinen Beweis meines Willens wollt, dann lasst eure Waffen fallen. Tu es. Tretet sie weg. Also, du hast meinen Willen geprüft. Und jetzt werde ich deinen prüfen. Uns zu töten wird dir nichts nützen. Bei ihm hast du recht. Aber du? Wenn du ihm was tust, kriegst du überhaupt nicht. Tja, dann haben wir wohl ein kleines Problem. Außer, ich bring noch jemand ins Spiel. Bringt sie rein! Mist. Ah. Nimm die Finger weg. Jetzt geht eine mit gutem Beispiel voran. Und die andere ist Anreiz für deine Mitarbeit. Wähl eine. Das ist Blödsinn, Nate. Ja, lass dich bloß nicht darauf ein. Du willst meine Hilfe? Lass sie gehen. Das hier ist keine Verhandlung! Wen würdest du opfern? Und wen würdest du retten? Diese da? Willst du diese retten? Oder die hier? Lass den Scheiß. Hör auf mit deinem Spielchen. Ich tu, was du willst. Komm runter. Hey, Arschloch. Dein Feuerzeug.
Was ist das? Ich weiß es nicht. Finde einen Weg und bring's in Ordnung. Und nehm den da mit. Vielleicht läuft diesmal ja nichts schief. Und Mr. Drake. Keine faulen Tricks, verstanden? Gut, nach dir. Haltet ihn! Was sind das für Viecher? Was? Wächter, um Eindringling abzuschrecken. Na, das funktioniert ja super! Lazarevich, ich habe getan, was du wolltest. Lass sie gehen. Immer am Falschen. Aber du hast das letzte Blatt gespielt und verloren. Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. Öffnet das Tor! Du warst mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. Auf die Knie! Soran, wir hatten einen Deal. Ich dulde keine Verräter. Alles klar, ich nehme an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Wir werden angegriffen! Das ist das! Sie sind überall! Schießt, Idioten! Oh, Schiss! Das ist ein Ding! Verdammte! Lauf! Auf die Brücke! Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Dann hoffen wir mal, dass wir es auch wieder rausschaffen. Ja, die Leichen liegen bestimmt schon 60, 70 Jahre hier. Hey, Ihnen hat's wohl nichts gebracht, aber hier. Danke. Tja, Lazarevich und seine Männer sind wohl wieder in der Stadt. Wenn wir einen Weg zurück zum Eingang finden, sollte die Luft rein sein. Nein, Chloe, wir suchen den Cinjamani-Stein. Was? Wir müssen Lazarevich aufhalten. Und wie wollt ihr das bitteschön anstellen? Vor ihm den Stein erreichen und ihn dann zerstören. Wow. Du glaubst doch nicht etwa diesen übernatürlichen Quatsch. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, falls du es nicht mitgekriegt hast, der Kerl ist durchgeknallt. Er denkt, er erfüllt irgendeine Art Prophezeiung und dass dieser Stein ihn unbesiegbar macht. Unsterblich. Wir stehen mitten in Shambhala. Und du hast tatsächlich noch Zweifel? Ja, du weißt, wie oft sie auf die Dinger geschossen haben. Hier geht etwas Seltsames vor. Noch ein Grund mehr, so schnell wie möglich hier abzuhauen. Ich will das nur in Ordnung bringen. Und vielleicht die Welt retten? Oh, Mann. Hör mal, Schätzchen. Der Welt. Ist das egal?
Wenn du deinen Hals hinhältst, ist dein Kopf bald ab. Du hast selbst gesagt, du willst ihn fertig machen. Ja, und ich will ihn mehr als bluten sehen. Aber so läuft das nicht. So läuft das. Nein, diesmal nicht. Na los. Was meinst du? Dass ihr spinnt. Aber gut, retten wir eben die Welt. Da ist er. Der Chintamani-Stein. Wir sind tatsächlich die Ersten. So wunderschön. Ja, unbeschreiblich. Los, zerstören wir ihn und hauen schnell ab. Warte. Irgendwas stimmt nicht. Was meinst du? Marco Polo lag falsch. Das ist kein Saphir, das ist Bernstein. Bernstein. Ja, weißt du, versteinertes Harz. Es ist Baumharz. Warte mal. Was ist denn? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hallo, Nate! Ich hasse es, wenn er das macht. Wem sagst du das? Wie konnte ich das übersehen? Was übersehen? Es ist kein richtiger Stein. Es ist das Harz. Das Harz vom Baum des Lebens. Okay, warte, ich komme nicht mit. Dieser Baum? Nein. Der Baum. Da ist er. Nazarevich. Er will auch zu dem Baum. Aber klar, die schwarzen Zähne. Was? Die schwarzen Zähne der Wächter und der Leichen in Borneo. Sie haben das Harz gegessen und es hat sie verändert. Glaubst du auch, Lazarevich will das Harz essen? Willst du wirklich hier warten und das rausfinden? Bravo, Sherlock. Gut gemacht. Flynn? Verdammt. Oh, Harry. Was los, Kumpel? Enttäuscht, dass Lazarevich vor dir da war? Du hast ihn knapp verpasst. Ich wollte noch warten, damit du bei meiner Party dabei sein kannst. Wovon redest du? Vielleicht wollte Soran das die ganze Zeit, hä? Der ist schlauer, als er aussieht. Wir können ihn noch aufhalten. Elena, nicht. Nein, wir können dir helfen. Sorry, Süße. Das ist kein Film. Und du bist nicht die Heldin, die den Bösewicht bekehrt und alle rettet. So läuft das nun mal nicht, Baby. Flynn, hör mir zu. Abschiedsgeschenk von Lazarevich. Den Splint hat er behalten. Elena, weg da! Oh, nein. Oh, Scheiße. Elena! Okay, dir geht's gleich besser. Los, wir bringen dich hier raus. Haltet Lazarevich auf, geht jetzt! Vergiss es. Na los. Okay, ich hab sie. Gib uns Deckung. Okay, Dada. Okay. Ich glaube, das war der letzte. Hey. Hey, Elena, wie fühlst du dich? Nicht gut. Es wird schon wieder. Hey, ich zähle auf dich. Okay. Ihr geht zum Tor. Macht so schnell ihr könnt. Warte, was meinst du? Nein. Nate, nein. Hör mal, ich muss das beenden. Nein, musst du nicht. Wag dich ja nicht, diesen Blödsinn ganz allein durchzuziehen. Bring sie nur hier weg. Nicht ohne dich. Wenn das Zeug Lazarevich und seine Armee wirklich verwandeln kann. Tu es bitte nicht. Wenn das Harz ihn tatsächlich unbesiegbar macht und ich ihn jetzt nicht aufhalte. Aber das ist Selbstmord. Und du weißt es. Geht jetzt. Geht so weit weg von hier, wie ihr könnt.
Teufel? Drake? Drake! Er gehört mir! Sorry, Kumpel. Du bist nicht mein Typ. Nein, das ist unmöglich. Scheiße. Lazarevic! Du denkst, ich bin ein Monster. Aber du bist nicht besser als ich, Drake. Wie viele hast du getötet? Wie viele allein heute? So ist es, Junge. Kein Mitleid, keine Gnade. Tu es! Nein. Du hast nicht den Willen. Vielleicht nicht. Die aber schon. So lange. Auf geht's. Oh nein. Elena. Oh nein, nein. Elena, komm schon, okay? Komm schon. Los, bleib bei uns. Es wird alles gut, okay? Alles wird gut, wirklich. Elena, jetzt komm schon! Elena! Komm schon, Süße. Oh, meine Dämmerung, 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 oh, meine Dämmerung. Trägler, Schäfer, Kerala, Gabuchigre. Tschüss. Tja, das war ein seltsamer Trip, nicht wahr? Oh ja. Du solltest öfter die Heldin spielen. Das steht dir. Nee. Du, sag mal, Nate. Was? Liebst du sie? Chloe, tut mir leid. Nein, ist okay. Wirklich, ist okay. Tu dir einen Gefallen, Cowboy. Sag's ihr. Chloe. Nein. Ich geh dann mal besser. Aber gib's zu. Mein Arsch wird dir fehlen. Na, wer ist denn da aus dem Bett gekrabbelt? Sie ist ein mieser Patient. Und verdammt stur. Ich bin nicht stur. Ich bin nur unruhig. Also, kein Riesensaphir. Noch einmal, nein. Bist du dir da sicher? Ja. Es ist nur eine Metapher, Sonny.
Eine Metapher zahlt keine Miete. Ach, irgendwas gibt's doch immer. Hab Vertrauen. Nur davon kann ich mir leider nichts kaufen, Jungchen. wo ist Chloe hin? Bis später. Oh nein. Verbrenn dir nicht die Finger, Sally. Aha. Gut gemacht, Nate. Ihm hätt's gefallen. Ja? Also, wie geht's jetzt weiter? Hm? Ich weiß nicht. So weit habe ich nicht gedacht. Ja, natürlich nicht. Aber dieses Mal habe ich das auch nicht. Gut. Also, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Angst hattest du um mich? 4. 4? Ja, wieso? Eine 4. Ja. Das war mindestens eine 8. Eine 8? Eine klare 8. Eine 8. Diese Wächterviecher waren eine 8. Du machst doch Witze, ja, oder? Ja, die waren echt schrecklich. Und was ist eine 10? Clowns. Clowns findest du schlimmer als meinen Tod? Ich hasse Clowns. Ich hasse Clowns. Das stimmt nicht. Du dachtest, ich sei tot. Nein, du dachtest, ich sei tot. Ich wusste, es wird Tränen gut. Gesehen. Die sind ganz schön gekullert. Tränen? Mhm. Es hat geregnet. Nein, hat es nicht. Du warst bewusstlos gesehen. Und es hat geregnet. Es war total sonnig und du hast geheult. Es war nicht sonnig und du warst bewusstlos. Egal. Ich hab's doch genau gesehen. Ich weiß es. Eine 4.